Hallo, da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe hier einen Artikel und ich habe es nirgendwo anders, glaube ich, gesehen. Deshalb entweder ich habe es übersehen, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Oder es hat noch keiner darüber berichtet. Deshalb mache ich es jetzt mal. Junge Freiheit, Asylbewerber erschossen. Schweizer Polizei beendet Geiselnahme gewaltsam. Was? Das ist 9. Februar. Das ist heute. Das ist heute. Okay, Schweizer Polizei beendet Geiselnahme gewaltsam. Die Schweizer Polizei hat die Geiselnahme in einem Regionalzug beendet und den Täter, mutmaßlich ein Asylbewerber aus dem Iran, erschossen. Das klingt nach hartem Stoff. Zürich. Die Schweizer Polizei hat die Geiselnahme in einem Regionalzug beendet und den Täter erschossen. Bei dem Geiselnehmer soll es sich laut Medienberichten um einen Asylbewerber aus dem Iran handeln. Am Donnerstagabend hatte der 32 Jahre alte Mann mit Axt und Messer bewaffnet den Regionalzug zwischen Yverdon und Saint-Croix in seine Wald gebracht. Der Iraner zwang den Lokführer an der Haltestelle Essat sous Chamvent zu den Fahrgästen zu gehen. Insgesamt brachte der Mann 15 Menschen in seine Gewalt. Einige Geiseln gelang es, die Polizei zu alarmieren, die mit einem Großaufgebot den Tatort absicherte. Da der Geiselnehmer nur Farsi und Englisch sprach, war ein Dolmetscher bei den Verhandlungen dabei. Ja, also es trifft nicht nur Deutschland. Es ist schon eine echt krasse Nummer. Wir reden hier von 15 Menschen. Also ist schon Ding. Wundert mich ein bisschen, dass ich es nicht irgendwie woanders sehe. Aber nee, da ist ja die böse Putin-Rede wichtiger. Motiv für die Geiselnahme ist noch unklar. Als sich der Mann von den Geiseln kurz entfernte, gelang der Polizei eine Ablenkung. Dabei sei Sprengstoff zum Einsatz gekommen, so ein Polizeisprecher. Das klingt also danach, als hätten sie eine Spezialeinheit gehabt, die das geklärt hat. Als der Iraner daraufhin mit der Axt auf einen Polizisten zustürmte, streckte ihn dieser mit der Schusswaffe nieder. Doch an Ort und Stelle wurde der Tod des Geiselnehmers festgestellt. Gegen 22 Uhr wurde die Gefahrenlage für beendet erklärt. Die Geiseln blieben unverletzt. Sie und Familienangehörige befinden sich derzeit in psychologischer Betreuung. Insgesamt waren bei der Aktion in der Westschweiz über 60 Polizisten und 30 Rettungskräfte beteiligt. Über das Motiv des Geiselnehmers ist bisher nichts bekannt. Ich halte fest, es war also offensichtlich wieder einer der üblichen Verdächtigen. Zweitens, es kann überall in Europa passieren. Drittens, ich sag mal, böse Zungen würden sagen, die Polizei hat sehr entschlossen und sauber gearbeitet. Könnte man für vorbildhaft halten, aber ich mache es mir als kein Unterland, ich kenne den Fall zu wenig und nicht genau. Tja, Axtmesser, Asylbewerber, was fällt uns dazu ein? Bitte mehr Demos gegen rechts. Ja, Rechten die Fresse eintreten und so weiter. Wie ich auch schon im Livestream gesagt habe, der gerade noch läuft und auch in meinen Videos, wir sind in einer antiaufklärerischen Gesellschaft, wir sind rein emotional geleitet. Es gibt nur noch Meinung, nur noch Glauben, Fakten und Daten spielen keine Rolle. Und deshalb wird auch das hier nichts, aber auch gar nichts ändern. Obwohl es im Prinzip ein Terroranschlag vor unserer Haustür ist. Und wir sehen das, was immer läuft. Es wird einfach nicht drüber berichtet. Denn ich habe es nirgendwo anders gesehen. Also wenn ich mal so gucke hier, ich gehe mal auf News oder auf Bild oder so, ne? Ich sehe da nichts. Also entweder ist es schon durchgerauscht oder es wird nicht drüber berichtet. Also vielleicht ist es irgendwo versteckt. Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Aber ich sehe es hier zum Beispiel nirgends. Ich sehe alles mögliche andere. Aber das hier sehe ich komischerweise nicht. Ja, also hier sehe ich nichts. Da sehe ich nichts. Ja, schreibt mal rein, was ihr denkt. Es ist ein Fall von vielen. Was soll ich sagen? Ich fürchte, es wird eben nichts ändern. Das ist halt das Krasse daran. Aber es passiert ständig und immer wieder. Und zumindest müssen wir eins erkennen. Wenn wir glauben, an den Punkt angekommen zu sein, wo wir sagen, diese Gesellschaft ist krank, tief krank, dann muss man in irgendeiner Form die Entscheidung treffen, zu sagen, ich halte mich von kranken Menschen fern, um mich selbst nicht zu gefährden. Wie auch immer das gehen soll, beziehungsweise in Deutschland sorgen diese Menschen ja selbst dafür, für diese Trennung, denn sie stoßen uns ja aus dem gesellschaftlichen Leben aus. Das läuft ja auf allen Ebenen. Wer noch nicht erkannt hat, dass Frau Faeser eine komplette Faschistin ist, dem kann ich auch nicht helfen, ja. Bei dem, was sie raushaut, jetzt gerade wieder, ja, mit alle Leute beobachten, die irgendwie spenden oder sonst was an die AfD und sonst wie, oder möglicherweise sogar deren Finanztransaktionen unterbrechen, ne? Wer das nicht merkt oder was hier läuft,
Der ist auch verloren. Der wird auch irgendwann mit dem Messer am Bauch liegen bleiben, wahrscheinlich. Oder vergewaltigt oder sonst was. Man kann diesen Leuten aber nicht helfen. Die sind so verblendet und unwissend, man kann ihnen nicht helfen. Man muss sich eben um sich selbst kümmern und für sich die Schlüsse daraus ziehen, was man tun kann, um seine eigene Familie zu beschützen. Denn diesen kranken Hirnen kannst du nicht helfen. Das ist eine sehr negative Sichtweise sicherlich, aber das hat keinen Sinn. Guck dir diese Demos gegen rechts an, guck dir die Interviews an. Die Leute wissen gar nichts. Die wissen nichts, die sind komplett fremdgesteuert. Also von daher nehmt das wieder als Anlass für euch. Sorgt euch ein bisschen auch um euch selbst und eure Familie und überlegt, was kann ich tun, damit wenigstens mir nichts Schlimmes passiert. Das mag egoistisch klingen, ist aber in der gesellschaftlichen Lage, denke ich, richtig und realistisch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt dazu oder ob ihr mehr wisst. Auf bald, euer Wanderer.